Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon der Goldenen Edition hier an diesem wundervollen Sonntagmittag. Genau, wir sind heute hier im Park unterwegs, weil wir noch einige Trainer haben. Die Pokémon-Welt bietet dir viel. Es gibt noch viele Dinge, über die wir nichts wissen. Aber ich weiß mehr als du. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Aus dem einfachen Grund heraus, dass du dich wahrscheinlich mit maximal zwei Generationen Pokémon auskennst und ich mich mittlerweile... Gut, ich möchte nicht sagen, dass ich mich mit Generation 6 und 7 auskenne. Ja, möchte ich nicht sagen. Die habe ich einmal gespielt jeweils, aber gut, auskennen ist eine andere Geschichte. Dennoch weiß ich davon wahrscheinlich mehr als du, werter Kollege. Deswegen einmal noch Rasierblatt auf das Voltoball. Und dann war's das auch schon wieder. Und Veggie ist fast Level 31. Was? Julius. Julius, ich meine, du... Man kann noch viel lernen. Zum Beispiel, es gibt 50 verschiedene TMs. Getauschte Pokémon erhalten mehr Erfahrungspunkte. Genau. An den Namen könnte ich mich erinnern. Julius wird eingespeichert. Ich weiß gar nicht, wie viele Nummern können wir denn jetzt noch einspeichern? Nümmerchen? Sind wir voll? Ja, jetzt sind wir voll. Okay, dann brauche ich keine Leute mehr anquatschen. Wobei wir Professor Lind eigentlich löschen könnten. Den brauchen wir eigentlich nicht. Meine Pokémon sind so niedlich. Ich möchte sie dir zeigen. Gut, dann zeig doch mal her, was du da so hast. Mhm, Irmgard. Mit ihrem Snubbull. Auch mal wieder ein Snubbull, was wieder mal durch One-Hit draufgehen wird. Höchstwahrscheinlich. Mach es gut. Ciao, Snubbull. So. Und das war's auch schon. Ich kann dich vielleicht nicht im Kampf besiegen, aber meine sind viel süßer. Da wäre ich auch nicht sicher. Ich finde Lorblatt ziemlich putzig. Sieh dir meine Tasche an. Ich habe meine Lieblinge aus dem Pokédex gedruckt und auf meine Tasche geklebt. Mhm. Schick, schick. Die machen ja alle Werbung dafür, dass man seine Pokémon da ausdrucken soll. Aber, ja, nicht wirklich Ambition darauf, muss ich sagen. So, Taubsi ist in Ordnung. Mr. Taubsi, Mrs. Taubsi, Entschuldigung. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Von mir aus, wenn du kämpfen möchtest, habe ich da nichts gegen. Göre Monika. Auch ein Myrapla? Sowas hatten wir ja gerade eben schon mal. Bei unserem Kumpel Julius. Mach's gut. Oh, Nummer 1. Und Level 31, das gefällt mir. Und Body Slam. Tatsächlich ja, auch wenn es dann verschwendet gewirkt hat, dass ich jetzt Kopfnuss unserem Veggie beigebracht habe. Aber ist besser so. Ich meine nämlich, gut, ehrlich gesagt kenne ich mich mit den Angriffswertverteilungen hier in diesem Spiel nicht aus. Aber wenn ich von neueren Sachen ausgehe, müsste Body Slam 20 Punkte stärker sein als Kopfnuss. Und wir haben die Chance, den Gegner zu paralysieren. Hm. Und genau deswegen ist das für mich die bessere Variante. Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben den wahren Fan aus. Ja, da staunst du. Oh, na du wahrer Fan. Wilhelm. Mit einem Raichu, aha. Guck an, ein Raichu. Na gut, von mir aus. Rasierblatt. Und dann war's das mit Raichu. Sehr schön, genau. Gut, gut. Mein Pokémon. Jetzt weißt du, warum es dich nicht mag. Weil es immer direkt umkippt. Okay, das wäre es, glaube ich, gewesen. Ich gucke hier oben nochmal lang. Mit den Nicht-Trainern haben wir schon gesprochen. Genau, die Items haben wir hier auch schon rausgezogen. Dann waren das wohl wirklich nur vier Trainer hier. Ja, sieht gut aus. Wir könnten zwar rein theoretisch noch... Haben wir das schon gelesen? Was hat diese Meldung zu bedeuten? Ach so, ja.
Achso, Kämpfe sind nur im Gras gestattet. Ah, deswegen gibt es die Trennung nur. Ich verstehe. Das ergibt Sinn. Genau, und jetzt ist unser Kollege dahinter, der uns beim letzten Mal noch durch das Käferturnier geleitet hat. Und das bedeutet heute kein Käferturnier. Was ich heute stattdessen mache, da wir heute Sonntag haben, werde ich einmal in das Kaufhaus gehen. Und dann fahren wir mal auf die 4. Etage. Welcher Stock? 4. Etage, bitte. Brrr. Genau, denn, wie wir erfahren haben, am Sonntag gibt es diese Dame hier. Hallo! Oh, dein Pokémon! Es hängt sehr an dir. Diese Attacke passt genau zu euch beiden. TM 27, Rückkehr. Genau. Müsste zumindest Rückkehr sein. Wenn er das Pokémon nicht mag, müsste es... Genau, Rückkehr. Angriff basiert auf Loyalität. Genau, je stärker das Band zwischen einem Pokémon und einem selbst ist, desto stärker ist die Attacke. So, hier haben wir Donnerschlag, Feuerschlag und Eishieb. Genau, und hier haben wir nochmal Kopfnuss, was ich mir mitnehmen werde. Genau. So. Damit wir es einfach wieder dabei haben. Warum habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, was es mit Kopfnuss auf sich hat, wie man das gut benutzen kann? Naja, gut benutzen ist auch so die Sache, wie man es halt benutzen kann, rein theoretisch. Wenn man darauf Ambition hätte, bestimmte Pokémon zu holen. Weil einige Pokémon gibt es nur, indem man sie mit Kopfnuss aus dem Baum schüttelt. So. Dann hier einmal das. Dann geht es unserem Loreblatt wieder gut. Und das ist die Hauptsache. Muss mal eben schauen. Wir haben hier noch Hapsi. Genau, wir haben hier noch Hapsi und Herakles hat auch noch ein Item. Gib das mal her. Eine Goldbeere. So, dann packen wir doch mal direkt, wenn wir einmal hier sind. So. Wir packen Hapsi weg. Mach's gut. Genau. Und es kommt mit unser eigenes Habitak. Und dann gehen wir noch einmal in... Doch, das passt schon. Glaube ich zumindest. Pokémon oder Briefe bewegen. Nee, so war das doch nicht. War das hier? PC von Oliver? Briefkasten, genau. Harald, verstauen. Nein, nein. Harald, Brief beifügen. Genau, so rum. Habitak. Okay, jetzt haben wir das Hapsi behalten können, wodurch wir eine neue ID eines Trainers haben. Und genau, können den Brief trotzdem abgeben. Und das würde ich auch gleich direkt machen wollen. Allerdings müssen wir dafür erstmal an dem laufenden Baum vorbei. Und das steht jetzt auf unserem Plan. Jetzt, wo wir hier in dem Gebiet alle Trainer besiegt haben, ist es endlich soweit. Hallöchen! Ich mache mal vorher einmal den hier. Flupp. Genau, ich müsste jetzt, ja, ein Save State gemacht haben. So, und dann gibt's aber die Schickikanne. Der merkwürdige Baum mag die Schickikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Oh ja, das tut er. Denn der merkwürdige Baum ist ein Mogelbaum. Wie man unschwer verkennen kann. Ein Gestein-Pokémon, das sich aus irgendeinem Grund als Baum tarnt und sich dann wundert, dass es immer gegossen wird. Naja, gut. So, Body Slam. Genau, das wollen wir nämlich haben, dieses Mogelbaum. Nicht, weil wir es unbedingt brauchen, sondern weil Mogelbaum meines Wissens nach nur hier existiert. Und wenn man es besiegt, taucht es, glaube ich, auch nicht wieder auf. Deswegen hätte ich das schon gerne. Guck mal, jetzt ist es sogar noch paralysiert. Eigentlich egal, weil, habe ich euch ja schon mal erzählt, normalerweise fangen sich Pokémon, die eine Statusveränderung haben, besser. Deswegen habe ich auch im normalen Spielverlauf gerne was dabei, was Paralyse hervorruft, wie Donnerwelle oder eine Stachelspore oder sowas bei irgendeinem Pokémon im Team. Ja, aber ja, wie ich schon mal erzählte, funktioniert es ja in der zweiten Generation leider nicht. Weshalb wir... Ich hätte Bälle kaufen sollen. Weshalb es eigentlich egal ist.
aber wir können damit vielleicht verhindern, dass wir angegriffen werden. Ich hätte wirklich Bälle kaufen sollen. Das hätte ich mal besser überdenken sollen. Hehe. Ach, komm schon. Komm schon. Fußkick. Du triffst aber auch wirklich häufig. Das muss man dir lassen. Komm, Pokéball. Fang das Viech. Los. Los jetzt. Ach Gott. So, jetzt kriegen wir einen Body Slam ab. So, ach nein, es erlernt es erstmal. So, Köderball. Der Ball, der eigentlich nur für Pokémon beim Angeln gut ist. Ja, merkt man, dass er nichts bringt. Freunde, ich könnte es jetzt besiegen. Ich mache einfach das hier und mach mal kurz eine Pause und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es gefangen habe. Weil, wie gesagt, ich will es haben. Nicht, weil es so toll ist, sondern einfach, damit wir es haben. Bis gleich. So einfach kann es gehen. War jetzt direkt der zweite Versuch. Der zweite Pokéball hat es geschafft. Und da haben wir es. Muggelbaum, Imitation. Obwohl es vorgibt, ein Baum zu sein, kommt seine Verfassung einem Stein näher als einer Pflanze. Nein, wir möchten ihm keinen Spitznamen geben. Aber wir haben es gefangen. Der Baum ist aus dem Weg. Und dann können wir jetzt hier eine Belohnung abholen. Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. TM08. So, das ist der Zertrümmerer. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg, dann zertrümmer sie einfach. Das machen wir. Genau, und das werden wir auch sofort beibringen. Denn dafür haben wir unser Paras dabei. Unser toller VM-Sklave Paras. Ach, ist das nicht schön. So, wieder zurück in Viola City. Wir können einmal nochmal aufs Pokécom schauen. Einfach damit ihr seht, was wir hier jetzt schon alles erledigt haben. Wir haben jetzt einmal hier diese... Von hier kamen wir ursprünglich und dann sind wir hier entlang. Dann sind wir da über die Ruine, haben die Alf-Ruine auch schon so grundlegend erkundet. Durch den Einheitstunnel durch. Azalea City, haben auch den Fleckmundbrunnen erkundet. Durch den Steineichenwald. Die Route 34, Dukatia City, Route 35, Nationalpark 36. Genau, und jetzt bald geht's zur 37 nach Teak City. Und dort werden wir uns... das zweite Teammitglied holen und ich freue mich schon drauf. Genau, aber wenn wir einmal hier in der Gegend sind, hole ich mir gleich mal hier das Item. Na, das Item. Genau. So. Und dann geben wir noch das Habitat ab. Moin. Was ist? Hast du einen Brief für mich? Jo, bitteschön. Oliver übergibt das Pokémon, das den Brief trägt. Mal sehen. Die Dunkelhöhle führt zu einem anderen Weg. Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief gebracht hast. Mein Freund ist ein netter Mensch, genau wie du. Ich möchte mich bei dir dafür revanchieren. Ich hab's. Ich möchte dir das hier geben. TM50. Hier hält Nachtmar. Dies ist eine gemeine Attacke, die einem schlafenden Gegner kontinuierlich KP abzieht. Und das ist fies. Ich möchte nicht schlecht träumen. Okay. Dann hätten wir das erledigt. Dann gehen wir einmal kurz in den Süden von Viola City. Naja, ich heal erstmal. Eigentlich wollte ich ja zu Professor Linte in der heutigen Folge, aber ich möchte auch weiterkommen. Deswegen gehen wir später einfach mal zu Professor Lind. Wir könnten durch die Dunkelhöhle uns da so ein bisschen rumschmuggeln und dann einen neuen Weg erkunden, um dann zu Professor Lind zu kommen. Das könnte man machen, ja. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht abstreiten. So, wir holen jetzt erstmal hier die Antipaarbeere noch. Die haben wir sowieso im Inventar. Deswegen schadet es nicht, die einfach mitzunehmen. Genau, und dann haben wir hier unten gleich mal ein wildes Pokémon. So war das eigentlich nicht geplant. Aber hey. Ja, Veggie flüchte einfach. Das braucht dich ja nicht zu interessieren. Denn wir wollen nur hier hoch. Genau, einmal Zerschneider. Und los geht's. Ich weiß gar nicht, ob hier oben noch ein Item liegt oder so. Ich gucke mal. Nee, okay.
Oh, die Leute laufen davon, wenn ich brülle. Du aber wolltest mich sehen? Das gefällt mir. Hier, bitteschön. TM05. Brüll, oh, das ist Brüller. Sogar Pokémon laufen davon, wenn du ihn einsetzt. Okay, gut zu wissen, gut zu haben. Dann haben wir die TM jetzt auch. Dann können wir uns nun in neue Gefilde begeben. Und zwar hier vorbei, an der Stelle mit Mogelbaum. Und Tipps für Trainer. Setze den Schaufler ein, um an den Eingang eines Ortes zurückzugelangen. Das ist sehr nützlich beim Erkunden von Höhlen und anderen Umgebungen. Genau, hier haben wir zwei Mädels, hier haben wir einen Typen. Kämpfen wir jetzt mal gegen den. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Okay, was hat er denn? Weiß es gar nicht. Psycho? Laurent? Traumato? Ja, gut. Von mir aus. Los, Veggie. Mach es platt. So, einmal entfernt. Und dann passt das. Haha! Ich hab verloren. Wie betrüblich. Genau, die Mädels da unten bekämpfe ich gleich erst. Denn Route 37. Hat zwar nichts damit zu tun, aber egal. Ich will im Tanztheater üben. Kommst du mit? Ah, nee, du gerade noch nicht. So, moin. Ah, suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, du hast recht, doch. Gut, dann schrag. Du trägst den wahren Abenteurergeist in dir. Das mag ich. Nimm das hier. Einmal Detektor. Sehr nice. Manchmal liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setze den Detektor ein, um Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Den exakten Fundort musst du aber selbst herausfinden. Ich hörte auch, dass in der Turmruine von Teak City Items zu finden wären. Ja, dann werden wir den dann gleich mal ausprobieren. Geschichte von Teak City. Lesen? Klar. In Teak City gab es zwei Türme. Jeder Turm war das Zuhause mächtiger fliegender Pokémon. Doch einer der Türme brannte ab. Die beiden Pokémon wurden seitdem nicht mehr gesehen. Teak City war auch die Heimat dreier Pokémon, die durch die Stadt rannten. Es heißt, sie entstanden durch Wasser, Blitz und Feuer. Doch konnten sie ihre Kräfte nicht beherrschen. Also sind sie wie der Wind ins offene Grasland gerannt. Mhm. Interessant zu wissen. So, Teak City Pokémon Arena, Leiter Jens, der mystische Seher der Zukunft. Ich meine, kommen wir da schon rein? Oh, tatsächlich kommen wir hier schon rein. In meinem Remake muss man vorher erst was anderes machen, bevor man da reinkommt. Dies geschah, als ich jung war. Der Himmel färbte sich schwarz. Ein riesiges fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Das war wie ein Vogel und ein Drache. Mhm. Ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt? Wenn ja, so muss es unfassbar mächtig sein. Ja, doch, könnte sein. Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Oliviana City. Das Pokémon, das als Leuchtfeuer dient, wurde krank. Sieht so aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Dann gucken wir da doch irgendwann mal hin. Hier nach links kommen wir raus. Der Turm war ursprünglich viel höher, aber er wurde durch ein Feuer beschädigt. Turmruine. Er wurde durch ein mysteriöses Feuer zerstört. Bitte nicht betreten. Aber betreten? Ich mag es betreten. Na, du? Ich hörte das Pokémon am See des Zorns Unruhe stiften. Das würde ich gern sehen. Ja, nee, hörst du aber nicht. Hallo? Zwei Türme, zwei Pokémon. Aber als einer niederbrannte, flogen beide Pokémon fort und kamen nie wieder zurück. Ach, Gudrun. Mensch, ich bin doch gerade in einem Turm. Ich kann hier nicht reden. Aber Gudrun möchte gegen uns kämpfen. Das gefällt mir. Vielleicht hat sie trainiert. Der Zinnturm ist als Brutstätte für fliegende Pokémon gedacht. Wenn du nicht im Besitz des Ordens von Teak City bist, darfst du den Zinnturm nicht betreten. Okay, dann kommen wir mit dem Orden wieder. So, das schnappen wir uns. Der weiß ich, dass er da ist, der Hypertrank. So. Es gab zwei Türme in Teak City. Einen im Osten, einen im Westen. Na Junge, hast du gelernt zu tanzen wie die Kimono Girls? Ich hab gehört, dass dir ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Mhm.
Cheek City, eine historische Stadt, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. So, genau, hier haben wir das Tanztheater von Cheek City. Da werden wir später erst reingehen. So, hier haben wir noch den Markt. Aber das passt dann auch. Markt, diese eine Hütte noch. Und das Poké-Center. Setz du Belebe ein, dann wächst, macht ein besiegtes Pokémon wieder auf. Ja, das ist ganz krass. Aber Nevoli entwickelte sich zu einem Psyana. Aber das Evoli meines Freundes wurde zu einem Nachthaarer. Ich frag mich wieso. Wir beide haben unsere Evolis gleich aufgezogen. Ja, willkommen. Womit kann ich dienen? Ja, wir brauchen mal ein paar Superbälle, bitte. Ich nehme mal 6 Stück mit. Genau, und ich weiß nicht. Na, ich verzichte mal drauf. Aber nur fürs Erste. Ach ja, nee, Tanztheater gehen wir noch nicht rein. Poké-Center ist angesagt. Kollege? Hi, ich bin Bill. Wer bist du? Oliver. Du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, dann erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden die Zeitkapseln in allen Pokémon-Centern zur Verfügung stehen. Ich muss zurück nach Dukatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss! Mach's gut, Bill. Jens, der Arena-Leiter ist so cool. Auch seine Pokémon sind sehr stark. Sowohl der Tanz der Kimono-Girls, als auch die Art, wie sie ihre Pokémon einsetzen, ist wunderbar. See des Zorns. Das Erscheinen eines Garados-Swarms. Das riecht nach Verschwörung. Ich rieche es ganz deutlich. Ja, riech du mal. So, damit hätten wir Teak City erstmal abgeschlossen. Und wir kennen jetzt Bill. Hier an die Dinger gehe ich nicht ran, da sind nur Aprikokos und wir kommen erstmal nicht wieder zurück nach Azalea City. Hi, ich bin Sonnfried von Sonntag. Soll heißen, heute ist Sonntag. Man hat mir aufgetragen, das hier zu geben, wenn ich dich treffe. Mhm, ein Magnet. Dieses Ding, was war das nochmal? Jetzt erinnere ich mich. Ein Pokémon, das Elektroattacken verwendet, sollte diese halten. Meine Schwester Monja behauptet, es verstärkt Elektroattacken. Gut zu wissen, vielen Dank. Ein Dumpurplex, okay. Ich wage zu bezweifeln, dass es Veggie überlebt. Aber wenn es das tun sollte, kann ich versuchen, es zu fangen. Ja, damit habe ich leider gerechnet. Egal. So, wir müssen nämlich jetzt zurück nach Dukatia City. Wir haben jetzt ein bisschen Backtracking. Aber das ist hoffentlich nicht allzu schlimm. So, einmal hier zerschneiden. Denn was sagte Bill gerade eben? Er müsste zurück, weil er seine Freunde besuchen möchte. Und genau das werden wir schamlos ausnutzen. Nidoran männlich. Kann ich dich einfach so... Ich meine, vielleicht... Du wirst auch keinen Angriff überleben. Wahrscheinlich nicht mal Rasierblatt. Ja, kann ich. Praktisch. So, neuer Eintrag. Nidoran, männlich. Giftdorn. Es ist klein, aber sein Horn ist giftig. Es bohrt sein Horn in seine Gegner, um Gift zu injizieren. Nein, kein Spitznamen dafür. Okay. Dann sind wir hier schon fast wieder da. Flup, flup, flup. Ich mag Dukatia City. So, dann müssen wir einmal Pokémon ablegen. So, Bild PC. Genau. Ablegen. Einmal klein. Na. Doch, einmal Kleinstein. Und einmal Nidoran. Mitnehmen tue ich Togepi. Da ist es. Genau. So. Dann wieder aufs Rad aufsteigen. Und dann besuchen wir mal die Kumpels von Bill. Denn, ja, die kennen wir ja schon.
Hi Oliver, tu uns einen Gefallen und nimm dieses Evoli. Es kam hierher, als ich in der Zeitkapsel gearbeitet habe. Jemand sollte sich darum kümmern, aber ich gehe gar nicht gerne raus. Wirst du für mich mit ihm spielen? Klar, warum nicht? Ich wusste es, großartig. Du bist ein wahrer Held. Okay, ich zähle auf dich. Pass gut darauf auf. Wir haben ein Evoli. Und ja, Evoli bekommt einen Spitznamen. Es ist ein Evoli männlich. Das ist Wunsch-Pokémon Nummer 1 und mir wurde gesagt, wenn es ein männliches ist, ist das Evoli Harald. Professor Lind sagt, Evoli kann sich in neue, unbekannte Arten entwickeln. So, Leute, wir haben unser zweites Teammitglied. Harald, das Evoli. Na, Kumpel? Tackle, Rutenschlag, Sandwirbel, Heuler ist noch nicht so krass drauf, das gute Tierchen. Deswegen wollte ich auch vor allem Kopfnuss kaufen, weil ich nicht wusste, ob es das vielleicht erlernen kann. Ja, kann es. Sehr schön. Genau, dann bringen wir es ihm gleich bei. Dann kann es wenigstens eine halbwegs ordentliche Attacke. So, Rutenschlag weg. Und Harald erlernt Kopfnuss. Sehr, sehr gut. Okay. Dann switchen wir das gleich mal aus. Und jetzt können wir ein bisschen mit unserem neuen Freund kämpfen. Das gefällt mir. So, dann eine Sache noch, bevor wir nur noch einen Testkampf in dieser heutigen Folge ausführen. Wenn ihr euch erinnert, als wir Dukatia City erkundet haben, an diesen Kollegen hier, beziehungsweise an seinen Bruder, denn er hier ist der jüngere und preiswertere der beiden Kupferbrüder. Kostet nur 300 statt 500, bringt aber auch nicht so viel Freundschaft, aber wir werden einmal unser Evoli pflegen. Vielen Dank. Harald sieht glücklich aus, das gefällt mir. Genau, weil in der zweiten Generation ist es ziemlich schwer, an die Entwicklungssteine zu kommen. Weshalb die Wahl getroffen wurde von mir. Wir machen aus Harald ein Psyaner. Und dafür muss es uns gut mögen. Und dafür gibt's nichts Besseres als die Kofor-Brüder. Ich hab schon auf dich gewartet, los geht's! Genau, und dann ein Testkampf gegen unsere altbekannte Freundin Gertrude. Nein, Gudrun, nicht Gertrude. Egal, ihr wisst doch, was ich meine. Oh. Sie ist vom Level her geblieben. Das ist ein bisschen peinlich, aber ist in Ordnung. So, Harald kriegt das schon hin. Das will ich doch aber meinen. Vor allem gegen so nicht so besonders starke Gegner. Wäre das gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Flatsch. Nächstes Hopsprost besiegt. Ich freue mich, endlich ein zweites Teammitglied. Ja, und wie gesagt, wenn wir die vierte Arena geschafft haben, dann kriegen wir noch unser drittes Teammitglied. Unser viertes wird erst relativ spät dazu kommen. Muss ich eingestehen. Aber ja, werden wir auch schaffen. Harald hat seinen ersten Testkampf geschafft, auch wenn der ziemlich einfach war. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen. Ja, dann ist es doch alles gut. Dann fangen wir gar nicht erst damit an. So, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich werde in der Zwischenzeit uns mal ein Ditto fangen, damit wir das für später haben. Und wenn ich einmal hier bin, trifft sich das ganz gut. Genau, und dann werden wir in der nächsten Folge wirklich zu Professor Lind gehen, um ihn Togepi zu zeigen. Dabei gehen wir durch die Dunkelhöhle, um die auch noch so ein bisschen zu erkunden und die neuen Gefilde kennenzulernen. Und genau, vielleicht, wenn wir dann noch Zeit haben, können wir uns noch der Arena widmen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!